Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading bei FX Flat und natürlich an der Stelle mit Thorsten Hellwig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie heute wieder so zahlreich live dabei sind. Und auch wenn wir jetzt ein kleines technisches Problem hatten, können wir jetzt starten und schauen uns den Risikohinweis an. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Okay, dann offiziell nochmal guten Morgen, lieber Thorsten. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So. Jetzt seht ihr viel zu viel, ne? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, sehr großer Bildschirm. Dann machen wir das mal anders. Ja, du hättest mich auch mal vorher mal fragen können, ob ich noch irgendwas einstellen will oder so. Ich meine, ich habe es. So. Jetzt wird's besser, oder? Ja. Ist Lutz ja alles ist nicht so einfach, meine Idee. Sehr gut, Lutz. Hat der Lutz schon wieder Schlechtigkeiten da erzählt? Ich habe noch nicht geguckt. Nee, der Lutz hat mir nur zugestimmt, als ich dich gefragt habe. So, jetzt nutzen wir auch eure Breite vom Bildschirm, oder? Das kann der Lutz gar nicht wissen, der Lutz hört ja auch nie zu. So, jetzt haben wir es aber. Ich glaube, jetzt habt ihr es auch optimal auf euren Bildschirmen. Das passt. Okay, so, jetzt auch von mir einen guten Morgen. Und wisst ihr was? Jetzt weiß ich, Idiot. Jetzt weiß ich auch, wo der Fehler ist. Jetzt weiß ich, warum wir vorhin kein Mikro hatten. Ich habe 3 Headsets ausprobiert und keins hat funktioniert. Ich Idiot, ich habe mich über meinen Remote-Server eingewählt. Ich habe die Mail mit dem Anmeldelink auf meinem VPS geöffnet und habe mich dort eingewählt. Na klar, ich hätte dann kein Mikro. Ich habe mich nicht vom. Naja, egal. Okay, heute Morgen also ohne Kamera, tut ja auch gut, habe ich umsonst mir noch die Haare schön gemacht und noch Lockenwickler und so weiter und Haube auf dem Kopf. Macht nichts. Heute Nachmittag im Webinar dann wieder mit funktionierender Technik. Entschuldigung für die Verspätung. Das, was wir jetzt zu spät gekommen sind, gehen wir dann einfach früher nach Hause. So einfach ist das, ne? Okay, ich habe da schon mal was vorbereitet. Wie wir uns heute im Euro hier eventuell bewegen könnten. Das ist ja das, was wir uns anschauen wollen. Dazu schauen wir erstmal zurück, wollte ich gerade sagen, auf gestern. Alles weg. Puck. Okay, wir haben gestern und vorgestern. Blöde Nummer. Wir haben gestern und vorgestern haben wir uns oben 2 Marken erarbeitet. Und diese Marken, die wir da haben, die
zeichne ich jetzt hier nochmal ganz schnell ein. Wir hatten als maximales Hoch, wer weiß es noch, was war das maximale Hoch, was wir erreichen wollten? Wo wir hin wollten, wer hat sich die Marke gemerkt, die wir auch für die Stop-Technik benutzt haben, gestern zum Beispiel? Gestern Nachmittag haben wir uns den ganzen Spaß angeguckt. Sehr schön. Hier sind viele dabei, die anscheinend ein bisschen aufgepasst haben. Wenigstens ein bisschen. Wir haben vorgestern und gestern uns in den Webinaren, wer hat denn die Webinare überhaupt besucht? Wenn sie schon mal kostenlos sind, eigentlich wären wir doch dann immer umgerannt hier. So. Irgendwas haut hier nicht ganz hin, aber macht jetzt nichts. So, wir haben zwei Marken gehabt, an denen wir shorten wollten. Das war einmal die 10867 bis 10870. Da. Da wollten wir shorten. Das war der erste. Und die zweite Nummer haben wir gesagt, da oben 10885. Bei der 10885 ist der DAX sehr gut gedeckelt. So. Wir arbeiten jetzt nur mit den Linien. Alles andere verwirrt nur. Wir haben gesagt, diese beiden Marken sind ideal zum Shorten. Man kann es auf Facebook, in unserem Slack-Kanal und so weiter, überall kann man es nachlesen, was wir da vorhatten. Was ist unser Ziel unten? Wer hat es gelesen? Wer hat es sich gemerkt? Wer hat es auf dem Schirm? Im Euro, jo. Adrian Z 10985 ist falsch. 10885 hatten wir. 10985 ist, wird das ganze Setup über den Haufen schmeißen. Im Euro, wir sind im Euro-US-Dollar. Im Euro-US-Dollar handeln wir auch. 10615. So, und damit das auch keiner vergisst, schreiben wir das da nochmal schön rein. Short von 10867 und 10885. Ziel 10615. So haben wir uns das Setup erarbeitet. Guckt euch bitte dazu die Aufzeichnungen der letzten Tage an. Wir werden den Link zu unserem Kanal, den werde ich Nelson nachher zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt 3 Wochen lang unsere Webinare komplett kostenlos gemacht. Und diese Webinare könnt ihr alle abrufen. Da könnt ihr sehen, wie wir uns sowas erarbeiten. So eine Marken. Dann habt ihr am Wochenende was zu tun. Kann man sich schön in der Sonne auf die Terrasse fläzen, lecker Pilsken dabei, ne? Und dann kann man sich die Webinare reinziehen. Headset auf, sonst denken die Nachbarn noch, um Gottes Willen, was pflegt der hier für einen Umgang? Ne? So. Das ist der mittelfristige Plan oder der übergeordnete Plan, den wir hier haben. Von da oben kommend und dann bitte tschüss nach unten bis zur 10815. Das ist der falsche, den wollten wir nicht. Wir nehmen den hier mal noch dazu. So. Und dafür. Daraus zieht sich der Schluss. Bin ich überhaupt im H1? Nein, da bin ich falsch. So.
Wir haben dazu einmal jetzt als Deckel diesen Fake mal rausgenommen, haben wir jetzt als Deckel diese Linie. Und wir haben aus der letzten Abwärtsbewegung, Entschuldigung, super, mein Fibo auch noch im Arsch. Level. Machen wir auch mal noch dunkel. Ja, ich bin miserabel vorbereitet heute. Dann machen wir das ganz anders, wenn ihr meckern wollt. Dann meckert doch. Hä? Dann mache ich was. Dann zeichne ich hier was ein, was ihr nicht habt. So. Kann man nicht viel besser sehen. Edgy, badgy. So. LS. So. Da. Daraus errechnen sich unsere Marken. Deswegen, wir haben gesagt, das maximale Hoch 10885, weil wir haben hier das letzte FIBO-Level aus dieser Abwärtsbewegung. Hier haben wir das 61,8er FIBO-Level, was maximal angelaufen werden sollte. Das sollte nach oben sehr schön deckeln. Und das hat auch bis jetzt sehr gut funktioniert. Wie geht es jetzt damit weiter? Gucken wir uns die FIBO-Level nach unten mal an. Da die 261,8 oder die minus 161,8 ergibt sich bei 10605. Wie gesagt, die Marken haben wir uns vor einer Woche am Dienstag alle sauber erarbeitet. Könnt ihr gerne in der Aufzeichnung nachvollziehen. So, die nehmen wir wieder raus. Fuck, Fibo weg. Nicht schön. Fibo wieder rein. Zack, da haben wir ihn wieder. Okay, also nehmt euch diese Abwärtsbewegung, die ist jetzt das Zünglein an der Waage hier. Die ist das Zünglein an der Waage, woraus sich das Ziel unten ergibt. Jetzt haben wir noch unsere Marken für heute. Und für heute haben wir diesen Plan. Wir dürfen, um den Verlauf auch hinzukriegen, der Verlauf ist heute klarer als die letzten Tage. Auch hier FIBO drauf. Da. Und damit ergibt sich hier oben die 10855, 10853. 10855 ist einer unserer Zielbereiche und den werden wir jetzt ein bisschen verschieben auf die 10853, weil dann deckt sich das besser mit dem FIBO-Level, den wir hier haben, der nach oben absolut halten sollte. Ja. So, damit haben wir einen Plan im Euro jetzt da hoch und von da aus da runter, wenigstens unter die 108, aber auch das sind 30 Punkte. Das wäre jetzt meine favorisierte Variante für heute früh. So, mach's mal so, dass auch Lutz was erkennt, sonst meckert er wieder. Ich habe das gar nicht gesehen, kann das nochmal wiederholen. So. Zack. Da.
Das ist meine favorisierte Route. Aber man braucht ja auch, wie auf der Autobahn, wenn es irgendwo klemmt oder irgendwas nicht genau, wie man eventuell eine Alternativroute hat. Richtig? Und die Alternativroute, die mache ich jetzt mal nur gestrichelt. Ich habe die Position schon drinne, die läuft schon seit der 70. Ich habe die 70 bei der 70 angefangen, bei der 82, also 10870 habe ich angefangen zu shorten vorgestern, die mittelfristige Position und habe also die hier jetzt und habe die so die bei 82 aufgestockt. Beide sind Break-even abgesichert. Dort kann nichts mehr passieren. Und dann hier runter. Für alle Nachzügler, die es ja hier geben soll, ein kleiner Tipp, sollte er jetzt da hochgehen, sollte er jetzt hier noch hochgehen, sucht euch. Oder hier oben kann man, Nelson hat euch ja belehrt, ne? Nelson ist ja ein feiner Kerl, der hat ja auch Angst, dass er ihm ans Bein pinkelt, der hat euch ja schön belehrt, jeder ist für sich selbst verantwortlich, ne? Hier in diesem Bereich kann man sich hervorragend im 1-Minuten- und im 5-Minuten-Chart eine Umkehrformation, eine Umkehr suchen in Form, so hier in so einer Form hier zum Beispiel. Die war so schön sauber und wurde jetzt hier um 7:30 angefangen, irgendwie zu zerlegen, warum auch immer. Es gibt dafür überhaupt keinen Grund. Aber solche Muster hier, solche Kursmuster oder solche Kursmuster hier, wenn die hier oben auftreten, hier oben drin, in dieser Nummer hier, dann kann man diese Kursmuster zum Shorten benutzen. Umgekehrt bewegen wir uns jetzt hier genau in dem engen Bereich zwischen 31 und 36. Auch sehr schön. Wenn ich sowas jetzt handeln sollte, wenn ich hier anfangen soll, sowas zu machen, hier eine Position suchen. Ich suche mir in der Regel Positionsgrößen, die ich dritteln kann. Wo ich nur ein Drittel wo ich mit einem Drittel starte. Nehmen wir mal an, habe eine Größe von 3 Lot. Meine Standardhandelsgröße dürfte ja bekannt sein. Wenn wir nehmen eine Standardgröße von 3 Lot, dann suche ich mir hier in diesem Bereich, wir sind jetzt bei der 29,5, hier jetzt eine Position da rein. Der kann aber nur ein Drittel nehmen, weil ich muss mein Stop ja viel größer nehmen. Ich darf nicht meine normale Positionsgröße nehmen, sondern nur ein Drittel, weil mein Stop muss auf 30 Punkte. Darf der Stop auf 30 Punkte bei dem Setup, was wir hier jetzt handeln? Darf er das überhaupt? Ich darf alles, ja, danke. Ja, er darf es, weil wir wollen ja hier von der 1,829 runter bis zur 6,15, also 215 Punkte. So. Und da muss man schauen. Dass man, da guckt ein, unsere Marken hier, unsere Zielmarken hier. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder legen wir hier oben die zweite Short Limit dann dazu. Die legen wir hier unten drunter, knapp unter diesem Bereich und nehmen für diese Short Limit 3 Punkte Limit Pullback Rücklauf.
Das heißt, wenn er hier hoch läuft, schleppt er die ins Negative, aber hier oben darf er 3 Punkte Rücklauf nehmen. Jetzt ist es eine Rechenaufgabe, die wir jetzt vor der Nase haben. Also, Anspitzer raus und Bleistift und das Matheheft. Bitte jetzt, damit ihr mitrechnen könnt. Ne? Wer kennt die Begriffe überhaupt noch? Anspitzer, Griffel. Na, Nelson, du nicht. Aber ich weiß, dass der ein oder andere Matheheft, genau. Wer kennt sowas überhaupt noch? Gucke hier, ist doch der ein oder andere, der zur Risikogruppe gehört. Also, wir haben den ersten Einstieg dann hier unten bei 1,0829, den zweiten haben wir oben bei 46. Das sind 17 Punkte Unterschied, ja, fast 18. Also haben wir den Durchschnittseinstieg dann hier an der 9 Punkte dazu, an der 37, 38. Da haben wir dann den Durchschnittseinstieg. Wenn die da oben geholt wird, haben wir den Durchschnittseinstieg hier und haben dann den Stop immer noch bei 20 Punkten. Und danach, wenn wir dann diese Nummer hier abgearbeitet haben sollten und dann die Umkehr kommt, dann wird das letzte Drittel draufgepackt, wenn wir dann einen Trendwechsel im 1-Minuten- oder im 5-Minuten-Chart erkennen. Im Moment erkenne ich den noch nicht. Thorsten? Kann man mich hören oder bin ich der Einzige, der Thorsten nicht mehr hört? Was? Man hat dich jetzt nicht mehr gehört, Thorsten. Ja, jetzt ist er gleich wieder da. So, jetzt können wir mich hören, oder? Ja. Sorry, mein Hund ist aufs WLAN-Kabel getreten. Auch mal eine schöne Ausrede. Braucht man nicht Kommt selber vor. dran zweifeln. Also irgendwie verzweifle ich hier an meiner Technik im Moment. Mein WLAN hat kurz geklemmt. War weg. Gut. Okay. Aber Durchschnittseinstieg haben wir hier an der 1,0838. Und wenn wir dann diese Umkehr hier hinkriegen sollten, den Trendwechsel wieder hinkriegen sollten, dann kann man diese dann benutzen, um die Position zu vervollständigen. Warum macht man sowas? Ich mache sowas recht selten, aber hier haben wir eine schöne Kombination aus unseren Ziellinien. Guck mal, wie schön die hier funktionieren. Alle, die 24, die 31, die 36, müssen nur sehen, ob die 52 auch noch funktioniert. Für meine mittelfristigen Positionen liegen die Stops jetzt BE ungefähr bei 73 und dort bleiben sie auch liegen. Ich werde nach dem Webinar eventuell den Stop auf 60 ziehen. Kleiner Augenblick, das werde ich sogar jetzt schnell machen. So. Auf 60, weil dann bin ich im Durchschnitt mit einem Tagesziel abgesichert und kann mich hier ein bisschen um euch kümmern, ne? Also, Stop für die, die von oben kommen, kann man locker auf ein Tagesziel legen, weil wir sollten diese Nummer
hier nicht mehr überschreiten. Heute sollten wir nicht über die 52. Wo sind Sie jetzt? Da. Da. Heute sollten wir nicht über die 52 kommen, dann ist das Setup erstmal wieder hinfällig. Gut. Auch wenn er jetzt erst die andere Richtung gehen sollte. Upp. Nämlich bis hier runter. Und das werden wir jetzt mal die blaue Route nennen. Da bleibt, wir haben ja jetzt deswegen hier die Position auch schon reingepackt. Muss man trotzdem damit rechnen, wenn er hier runterläuft, dass er nochmal da hochgeht. Also nach den Mustern der letzten Tage ist das durchaus denkbar und dann erst da unten rausgeht. Und selbst hier dazwischen da dazwischen müssen wir auch das noch einplanen. Ich mache das jetzt ganz bewusst, weil ich die letzten Tage öfters darauf angesprochen wurde, oh, ich bin da Break-Even ausgestoppt worden und du bist noch drinne. Warum? Genau deswegen, weil ich mir für solche Geschichten einen Plan mache. So wie man das in jeder normalen Firma macht. Ne? So wie in meinem Betrieb auch. Ich hatte früher ein Schild über meinem Schreibtisch hängen, dieser Betrieb arbeitet ohne Gewinn. Es war nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben. So. Diese Nummer hier, die müssen wir da noch ebenfalls noch einplanen. Hatte ich in den Textfeld drinnen? Nee, noch nicht. Also. Machen wir uns hier, damit wir den auch nicht vergessen. Ich kann es euch auch nur empfehlen, das ähnlich zu machen. Weil, wenn ihr das einmal geschrieben habt morgens, dann kann euch die Frau, der Nachbar oder sonst irgendwas bei 180 auf der Autobahn anrufen. Die Marken kommen wie aus der Pistole geschossen. Also 108 31 maximal 108 52. Über 108 52. Aufpassen. Das ist der erste Plan. Das kann ich gleich mal probieren, Ede. Die Idee ist gut. Ja, Eduard, also der zweite, oder Eduardo, mein Lieblingsportugiese. Ich weiß, dir geht das öfter so. So, dann machen wir die Nummer hier. Und die ist Route Blau. Und da haben wir die 108 04, 107 96. Das B kann weg, braucht keine. Und dann hoch nochmal zur 108. 31. Ziel immer 10615 und Ziele soll man im Auge behalten. So, und schon haben wir auch diesen Plan fertig.
Okay. Sind Fragen hier dazu? Wo kann man das farbige Fibo-Tool downloaden oder auch kaufen? Ja, den Fibo, das ist bei mir eine Beta-Version, die ich gerade im Test habe, die jemand programmiert hat. Und wir sind noch am Verhandeln, ob ich ihm die Lizenz abkaufe und die für unseren Paternoster-Club zur Verfügung stelle oder ob wir das für kleines Geld irgendwie rausgeben werden. Aber es ist noch eine Beta-Version, wie man sieht. Bitte geduldet euch ein paar Tage. Ich werde die nächsten Tage intensiv damit arbeiten in den Charts, um das zu probieren. Ihr könnt uns gerne eine Mail dazu schicken und dann werde ich versuchen, das dann auch zur Verfügung zu stellen, dieses Tool. Ich finde es faszinierend. So, ich werde jetzt hier mal eins probieren, wo ich aber noch nicht weiß, ob es geht. Weil gestern hat sich mein Rechner damit aufgehängt. Wir haben ebenfalls. Ah, nee, habe ich rausgeschmissen. Also, ich würde empfehlen, wir haben auch jetzt eine Lehrer- und Schülerversion, die ich jetzt nicht präsentieren kann, weil ich habe sie rausgeschmissen, nachdem sie mein Rechner oder mein MT4 hier gestern komplett aufgehängt hat. Und diese Nummer ist, weiß gar nicht, wie ich das jetzt kann. Doch, das kann ich probieren. So. Und kann diese beiden mal einfügen. Dann seht ihr auch gleich, wie man sowas macht, ne? So. Und dann können wir mal probieren, ob das funktioniert. MQL4 und Indicators, Stereo Trader, Forex Pro Systeme, beide rein. Dann werdet ihr mal sehen, was ihr dann hier machen könnt. Da. Ups. Den wollte ich nicht haben. Ach nee. Den wollte ich doch gar nicht haben. Den Slave wollte ich doch haben. Warum habe ich den jetzt hier nicht? Den und den. Deswegen hat das wahrscheinlich nicht funktioniert bei mir. Okay. Also, wir haben jetzt hier ein neues Tool. Das werden wir heute Nachmittag, wir werden uns heute Nachmittag dem ausführlich widmen, indem man nämlich dann, wenn ich den jetzt hier reinziehe und aktualisiere, dann kann ich hier jetzt den Master reinziehen. Okay, ich hoffe, der funktioniert. Yep. Ihr seht, hier unten ist der Lehrer. Und jetzt machen wir mal dazu noch einen Schüler, den ich jetzt daneben packen werde. Da haben wir ihn. Den weg. Den Lehrer legen wir dahin. So. Und den Schüler legen wir mal daneben. Und das wird ein Tool sein, was uns jetzt sehr zeitnah zur Verfügung stehen wird, gerade bei den Leuten, die mit uns arbeiten, die auch in den Webinaren dabei sind. Wenn ich nämlich jetzt hier
den Slave einfüge, und wir lasst mich jetzt im Stich, den Schüler, dann kriegt er keine Verbindung zum Server. Okay, ich habe es geahnt. Okay, wir machen das heute Nachmittag. Ihr seid heute Nachmittag herzlich eingeladen zum Abschlusswebinar von diesem Quartal. Da werden wir uns ausführlich um dieses Tool kümmern. Da sind jetzt ein paar Updates gelaufen und wahrscheinlich habe ich die falsche Version drin. Okay, wenn ich das hier einschalte, wird nämlich alles, was ich hier zeichne, auf euren Rechner 1:1 übertragen. Da, wenn ich das hier einschalte, wird alles 1:1 auf die Schülerrechner übertragen. Okay, jetzt die Frage, wenn der Euro fällt, wann dann auf den Stop nachziehen? Also erstmal geht der Stop nicht auf 1,0835, mein lieber, ich glaube Lutz war das, ne? Nee, war der Franz. Franz, dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Also gesehen, glaube ich, haben wir uns das letzte Mal September 2012 in München. In der Nähe von München, in einem Tagesseminar. Kann das sein? Danach haben wir uns, glaube ich, nicht nochmal getroffen. Das war das einzige Mal, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Warst du nicht sogar Lehrer? Oder bist Lehrer? Muss ich tief in meinem Gehirn graben. Okay, wir ziehen den Stop nicht auf 1,0835 nach, das sowieso nicht. Wenn wir so eine Range hier haben, so eine Geschichte hier haben, dann muss der Stop irgendwann hier oben auf die 38 oder 39. Wir müssen dem Ding hier ein bisschen Luft geben, weil wenn er jetzt hier so eine Range ausbildet, so wie hier, wird diese Range in der Regel beendet mit einem Fehlausbruch, dass er erst oben rausschießt und dann nach unten wegschießt. Wenn er das nicht macht, nach oben rausschießt, sondern den Fehlausbruch nach oben, sondern nach unten ausbricht, was kann man dann daraus schließen? Wenn er jetzt hier unten, soll ich vielleicht mal einen nackten Chart nehmen dafür? Den hier vielleicht? Geht, glaube ich, besser. Ja, kann ich es besser erklären. So. LS. So. Wenn wir hier jetzt uns auch da drum so. Guckt euch das mal an hier. Diese Geschichte, die sollen wir jetzt im Auge behalten. In diesem Bereich wird er jetzt richtig schön rumtun hier. Mal hin, mal her, mal hin, mal her. Dann kann er einen Fehlausbruch noch dort oben raus. Das mache ich jetzt mal ohne Ziellinien, ohne alles. Einen Fehlausbruch dort oben raus, um dann zügig zu fallen. Wenn wir dieses Szenario kriegen, hier diese Range, Ausbruch nach oben, könnt ihr gleich eine Zeiteinheit weiter runterschalten, da in den 1 Minuten. Und wenn wir dann im 1 Minuten Chart dieses Szenario hier kriegen sollten, dann kann man eine Umkehrformation im 1 Minuten Chart gleich nutzen, um dort aufzustocken und für die noch nicht drinne sind, die den Entry verpasst haben hier, können dann so ein Szenario benutzen, um eventuell hinterher noch reinzukommen. Wenn wir das die ganze Geschichte umdrehen, wenn er nämlich erst hier unten rausgeht, ohne vorher oben rauszugucken, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da. Sehr schön, Manfred, hast du sehr schön gelernt. Da erst da unten rausgeht, dann wird das wohl dieses Szenario und dann gehen wir wohl bis hoch an die 50, 51, 52, sowas.
So, bis dahin und dann erst runter. Da wir das nicht wissen, oder wer weiß es denn von euch, in welche Richtung es geht? Richtig. Da wir es nicht wissen und es auch keiner wissen kann, keiner weiß, müssen wir uns auf beide Szenarien einschießen. Und nur dann, wenn wir auf beide Szenarien eingeschossen sind, darauf vorbereitet sind, nur dann haben wir eine faire Chance, diese Szenarien auch zu beherrschen oder auch zu handeln. Ich habe hier ein Schild bei mir im Büro stehen. Ich glaube, es hat mir meine Frau sogar mal geschenkt. Schön eingerahmt. Wer nicht weiß, in welchen Hafen er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Das sind dann genau die, die immer meckern und sich dann hier hinsetzen und sagen, ja, ich habe doch alles genauso gemacht wie du, ich habe mir alles eingezeichnet, aber mich hat er da abgeholt und dann ist er zurückgelaufen und hat mich ausgestoppt. Jo. Genauso ist es. Weil wir nämlich hier keinen Plan haben oder keinen Plan hatten. Ne? So, und jetzt haben wir hier unseren Plan fertig. Die Position läuft. Hier oben können wir sie aufstocken. Dann haben wir hier den Durchschnittseinstieg und ansonsten stocken wir auf, wenn wir hier unten unter die 0,8 fallen sollten. Das ist das sicherere Szenario. Man muss auch ein bisschen selbst mitdenken, hat Manfred genau sehr sauber erkannt. Okay, das Szenario haben wir soweit durch. Wie Ton? Du stehst wieder auf Ton ist doch deinem da, oder? WLAN-Kabel. Also bei mir zeigt er an, als wenn es läuft. Jetzt hört man dich wieder auch. Okay. Dann werfen wir mal noch einen kleinen Blick auf diesen Kumpel hier. Und dieser Kumpel macht uns ja im Moment ein bisschen Sorgen. Aber auch nur, weil der ja der Verursacher ist. Wir haben hier unser Dauphin, wir haben hier diesen Einstiegsbereich. Da, den ist er einmal in der Nacht oder gestern spät abends noch angelaufen und wir sehen direkt im Dauphin eine Umkehr, um dann direkt nach unten abzudrehen. Sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Nummer. Und der schleppt auch im Moment den DAX hier Stück für Stück mit nach oben. Auch hier das Hoch vom Abend gestern. Da. Und mit diesem Hoch hat er jetzt gerade fürchterlich zu kämpfen. Wenn wir uns jetzt hier auch hier die komplette Bewegung mal anschauen, von oben nach unten, dann was fällt euch auf, wenn man auf dieses Bild guckt hier? Was fällt euch auf? Inverse SK1 würde ich ausschließen, aber wir haben hier unten. Okay. Ton ist da, oder? Könnt ihr mich wenigstens hören? Ja, man hört dich. Ihr seht jetzt gerade die Verbindung zum Server wieder mal ganz kurz weg. Wie bitte? Na Man klar, hört wenn ich dich. euch höre, könnt ihr mich natürlich auch hören. Gut. Aber man sieht meinen Server nicht mehr, man sieht kein Chartbild. Aber gleich wieder.
So, da ist er auch schon wieder. Jetzt seht ihr ihn auch wieder. Wir haben hier unten einen schönen Doppelboden fabriziert. Ich glaube, er ist wieder weg. Ich höre ihn auch nicht, aber er ist ja gleich wieder da. Hoffentlich. Aber ich bin auch zu hören, oder? Oder ist komplett ja ausgefallen jetzt? Okay. Gut, dann warten wir geduldig. Er kommt sicherlich gleich. Ich schaue mal, ob der überhaupt noch hier angemeldet ist. Sollte aber der Fall sein. Ja, Lutz. So, man hört wieder Ja, da irgendwas im ist er wieder. Hintergrund. Da bist du wieder. Muss man die Rechnung zahlen? Nee, ich habe jetzt ein Kabel reingesteckt hier. Das ist quasi mein WLAN hier, hat sich irgendwie aufgehängt und jetzt habe ich die Verbindung über Kabel geholt. Okay. Also, wir haben hier unten einen sauberen Doppelboden hingelegt. Das Kabel hatte ich an einen anderen Rechner gesteckt, von dem ich vorhin zu blöd war, mich einzuwählen. Da unten haben wir den Doppelboden und dieser Doppelboden, der hat hier ungefähr seine Nackenlinie. Und daraus errechnet darf er zack, auch dahin. Seht ihr das? So. Und diesen Doppelboden hat er jetzt hier, wenn wir, ihr müsst euch erstmal selber einzeichnen, schön sauber einzeichnen, nicht so Larifari, so wie ich. Dann werdet ihr nämlich sehen, dass dieser Doppelboden hier oben jetzt auf den Tick genau aufgelöst wurde. Da, auf den Punkt genau aufgelöst wurde. Das heißt, jetzt hier ist das, wir haben das hoch bei 93, da 92, 93 sollte er, das hoch haben wir bei 94, 95. Und auch hier kann man das Ding shorten. Stop da oben drüber. Und Ziel hier unten haben wir auch hier direkt am FIBO-Level schön gebremst. Mal gut, dass wir gerade noch rechtzeitig in den DAX gedackelt sind hier. So, und auch hier diese Bewegung einfach nach unten abtragen. A gleich C. Da, und dann haben wir hier unten das Ziel für diese Nummer bei 9.950. Und um auch dieses Szenario mal zu Ende zu spielen, zu Ende zu spinnen, mal eine Zeiteinheit höher gehen. Da den FIBO nehme ich jetzt mal raus, will nur die anderen Linien nicht verlieren hier.
Da, der geht weg. So. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich Idiot. Wo liegt jetzt mein Fehler, mein großer Fehler? Mein großer Fehler ist, dass ich hier in dem Chart die Position platziere, wo ich auch drinne zeichne. Das sollte man nicht tun. Bei dieser Technik würde ich wahnsinnig werden. Ja, sorry. Tut mir leid. Auch hier sitzen und arbeiten nur Menschen. Und auch da kann was schief gehen. Nein, ich habe hier in diesem Chart einfach die Position platziert, wo ich drinne handle. Das sollte man nie tun. Man sollte immer in dem Chart zeichnen, in dem man nicht handelt. Oder dann die Strategie wechseln. So, wenn wir jetzt diesen Verlauf nach unten abtragen hier und das auch im zeitlichen Ablauf ungefähr passend hinkriegen wollen, dann müssen wir noch eine Zeiteinheit höher gehen. Da und in der Nummer, dann dürfen wir auch das hier nochmal fabrizieren. Dann würden wir nämlich genau diesen Bruch von diesem Tief hier bestätigen, um dann nochmal eine Welle nach unten abzutragen. Und dann haben wir diese ganze Geschichte in drei Wellen. Eins, zwei, drei. Abgearbeitet und hier unten haben wir dann bei 9600 circa 9650 erstmal vorläufig das Ziel. Sieht aus wie eine SKS mit zwei Köpfen. Genauso sieht es wirklich aus, wenn man das ganze Muster nämlich zusammenzieht. Kann auch diese Geschichte hier sich genau da drin abspielen. Und als maximale Marke hier oben sollte man sich hier dieses Zwischenhoch nehmen, diese 10.592. Die sollte nach oben, nicht im Stundenchart, Stundenschluss, also Schlusskurs im 1-Stunden- oder im 4-Stunden-Chart verletzt werden. Rund 10.600, die sollte in den hohen, größeren Zeiteinheiten Halt bieten. Genauso shorte ich mich dann in solche Nummern rein, so wie jetzt hier bei der 10.480, glaube ich, ist die Position reingegangen. 10.476, 10.476 short. Wenn die rausfliegen sollte, warte ich das nächste hoch ab, aber ich werde in diesem Bereich 10.450, 10.600, in diesem Bereich werde ich mir immer wieder Short-Positionen suchen, weil wenn ich Long-Position eingehen will, wir haben uns gerade die 10.592 da oben rausgeholt. Das heißt, ich hätte jetzt 120 Punkte maximal nach oben. Das wäre das maximale Ziel. Muss aber mit einem Stop arbeiten bei 10.367. Nämlich, ich muss den Stop hier unten drunter setzen. Wenn ich den da unten drunter setze, habe ich hier unten den Stop und dann bin ich bei 110 Punkten Stop, 110, 115 Punkten Stop und zu 120 Punkten Take Profit. Okay? Deswegen hole ich mir hier oben immer wieder Short Position. Hier schreibt jemand, der hört mich nicht. Hört man mich gar nicht oder ist der Ton nur etwas? Nein, nein, du bist gut zu hören. Das ist tatsächlich bei dem Teilnehmer so. Ja, alles klar. Ich merke das sonst nicht. Okay, also hier Short-Position baue ich immer auf in dem Bereich hier 10.450 bis 10.592. Und meine Ziele liegen tatsächlich auch zum Erschrecken von dem einen oder anderen. Ne, Berthold, für dich ist das ja nicht so schön, aber
Meine Ziele unten liegen tatsächlich in dem Bereich 9.950 und 9.600. Und wenn die nicht halten sollte da unten, dann geht es sehr tief. Ich vertrete nach wie vor meine Short-Meinung hier. Und damit habt ihr auch meinen Plan. Der Euro. So. Wer hat die Positionen mitgemacht hier vorhin? Wer hat denn gewagt, hier aufs Knöpfchen zu drücken bei der 10828, 10829? Wer hat dort ebenfalls geschortet? Okay. Wer hier oben diese Nummer geschnappt hat bei der 10829, der sollte mal drüber nachdenken. Bei der 29, waren bei der 15, war es 14 Punkte vorne. Da kann man eventuell drüber nachdenken, mal sein Tagesziel zu realisieren. Alles hier oben ist on the top und hier unten drunter kann man aufstocken. Aber hier diese Nummer, die will ich gerne noch mal eine Zeit einer tiefer nehmen. Da, dann sieht man auch, warum ich die genau da gewählt habe. Wir haben nämlich hier das Hoch im 1-Minuten-Chart und hier dieses Hoch und hier unten drunter, da war so ziemlich der ideale Punkt, um die ersten Dinge zu eröffnen. Und jetzt hat er hier schön unsere Linien, die haben wir ihm ja vorgegeben, die in diesem Rahmen darf er sich jetzt hier schön Richtung Süden nach unten begeben. Nicht wahr? Okay. Sind Fragen dazu? Weil ich weiß, jetzt der ein oder andere wird jetzt schon seinen Rumrutschfaktor testen und sich den kleinen Arsch schon mal durchgescheuert haben auf dem Stuhl, weil ich weiß, World of Trading, Live-Trading hat gestartet, ne, Nelson, oder? Jetzt um 15:15, glaube ich, ja, richtig. Ja, genau. Ich weiß, dass der ein oder andere darauf brennt, dort auch dran teilzunehmen. Nach Euro Pro jederzeit aufstocken, klar, aber nach Regelwerk Euro Pro. Und da, so weit sind wir noch nicht, das könnte jetzt eventuell gerade entstehen. Und für die, die Euro Pro-Händler sind, die unsere Kunden sind und Euro Pro auf dem Deckel haben, bitte, wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr jetzt nach Euro Pro einen Plan macht, wenn ihr das Regelwerk habt, bitte Screenshots machen. Schickt sie mir zu, damit wir dann diese Screenshots heute Nachmittag im Webinar auswerten können. Ich freue mich drauf, wenn ihr heute Nachmittag 15.15 Uhr zum Abschlusswebinar von diesem Quartal dabei seid. Ich verspreche euch, ich werde meine Technik vorher hier testen. Warum das so wackelig ist oder die Verbindung zwischendurch so wackelig ist, keine Ahnung. Tut mir fürchterlich leid, aber da steckt man nun mal nicht drin. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt hier verabschieden und freue mich dann darauf, dass wir heute Nachmittag nochmal ein Webinar zusammen machen. Ich werde meinen Rechner hier einmal runterfahren und neu starten und hoffe, dass wir dann heute Nachmittag sauber arbeiten können. Trotzdem, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke, Nelson, dass du so zäh bist und das Webinar dann nicht abbrichst oder so. Und ich hoffe, konnte euch ein kleines bisschen wieder von dem erzählen, was wir hier so machen. Ne, Europroler, schön aufpassen jetzt, was wir so machen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch das ein oder andere Setup auch mitnehmen können und kann das auch umsetzen, kann es auch verarbeiten, so dass er daraus auch seine Pünktchen ziehen kann. Claudia schreibt gerade, Thorsten, der Computer ist scheinbar nicht so deins, aber im Handel bist du großartig. Danke. Oh, danke für die Blumen. Ja, ich bin nicht so technikaffin. Dafür gibt es Leute, die können es besser. Und dafür sind wir eine Community. Der eine oder andere hilft ja gerne nochmal. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bleibt sauber.
übertreibt es nicht, auch wenn die Setups schön klar laufen. Und ich hoffe, wir konnten die auch einigermaßen klar rüberbringen hier. Und ihr könnt die einigermaßen umsetzen. Wie gesagt, die Webinare könnt ihr für ein Vierteljahr, für einen ganz kleinen Obolus bei uns buchen bis Ende Juni. Ich werde euch dazu dementsprechend eine Nachfassmail verfassen, wo ihr dann die entsprechenden Links drinne findet. Und damit sage ich jetzt erstmal Danke und Tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall live wieder in 2 Wochen, wenn ich dann den Nelson hier morgens wieder ein bisschen begleiten darf. Damit sage ich Danke und Tschüss, euer Thorsten. Super, vielen, vielen Dank, Thorsten. Heute Nachmittag hast du ein Webinar, aber du bist ja auch morgen auf der WOT at home Ja, unterwegs stimmt. und deswegen auch da gerne dann mit einschalten und den Thorsten dann auch beim Live-Trading zuschauen. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. War ja wieder super besucht hier und deine Technikprobleme haben wir natürlich direkt schon vergessen, Thorsten. Dafür war das Webinar zu gut. Also, gerne bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.